Willkommen zu einer neuen Session. Mir ist aufgefallen, ich habe euch zwei Missionen verschwiegen. Die wollten wir jetzt mal kurz nachholen. Die sind nicht allzu anspruchsvoll, aber doch interessant. Anfangen tun wir mit der Operation Ghost Rider. Was die erste Mission, soweit ich weiß, darstellt innerhalb von den Missionen innerhalb von des Spiels, wenn man die Story von Anfang an macht. Ausgerüstet sind wir mit den J-Strike-Raketen. Die ist extrem sensibel, was die Steuerung angeht. Ach nee, als ob ich zum ersten Mal fliege. Das war doch mal lässig aus der Hüfte. Was mir anscheinend hier sehr gefällt, ist, dass man, wenn man die Missionen nochmal wiederholt und dann seine Leistung steigert, trotzdem mit XP-Punkten, also beziehungsweise mit Erfahrungspunkten halt belohnt wird. Weil man tut ja auch an Erfahrungen gewinnen, ne? Also macht das durchaus Sinn. Ghost, wer es nicht weiß, das ist unser Team am Boden. Ghost Leader, Achtung! Black Hawk 5 ist auf dem Weg zum Abholpunkt. ETA 5 Minuten. Soweit ich weiß, so wie ich mich so erinnern kann. So hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Empfange feindliche Helis in ihrem Gebiet. Erledigt sie.
Null Problemo. Hier sind wir recht weit weg jetzt, ne? Der andere ist in der Richtung. Okay. Achtung! Empfange feindliche Helikopter in ihrem Gebiet. Klar zum Angriff. Rakete gestartet. Gute Abschussführung. Grünschnabel-Jägerpilot. Ach, da bin ich ja gerührt. Die Ghosts werden angegriffen. Rakete abgefeuert. Ich orte mehrere Explosionsschwarmführer. Gut geschossen. Treffer, seht euch das Feuerwerk an. Guter Treffer am Boden. Ja, da ist es noch einfach. Nicht so wie in der dritten Mission, die ich heute abgedreht habe, wo ich viermal irgendwie gescheitert bin. Ja, habe ich übrigens nur hochgeladen, dass ihr wisst, dass das nicht eben mal hier so einfach ist. Auch wenn das nicht, oder für mich nicht so einfach ist. Ich musste auch erst wieder reinkommen. Auch wenn da, bei der Schwierigkeit einfach steht, ne? Man muss ja auch ein Niveau erstmal erreichen. Jetzt wieder hochziehen, bevor ich wieder abstürze. Ich habe nämlich die ersten Missionen einfach mal so zum Spaß ohne Brille gemacht und dann bin ich zweimal abgestürzt, weil ich dem Boden zu sehr nahe gekommen bin. Ja, alles cool, wir kommen. Also von den beiden Hawks-Teilen ist übrigens der erste Teil mein Lieblingsteil. Weil ich habe den zweiten Teil zwar auch gespielt, auf der Konsole unter anderem. Es war mir too much irgendwie mit dem Starten und Landen noch zusätzlich. Ist ein ganz interessantes und spannendes Element, aber nicht mein Ding. Ich habe lieber meinen Spaß quasi am fliegenden Start, so wie man das auch aus der Formel 1 kennt, quasi bei vielen Formel 1 Spielen. Ich glaube, in der Gran Turismo-Reihe war das immer so, dass man fliegenden Start gehabt hat. Na, dann können Sie es mal probieren. Da brauche ich ein EAS, Pipifax. Ja, irgendwo schwirrt einer noch rum hier. Jawohl. Heute performe ich bei den niedrigeren, einfachen Missionen irgendwie besser, als wie, wo ich wieder reingekommen bin. Ah. Der ist doch ein Treffer, oder? Auch Ziel verfehlt. Kann doch nicht sein, Mann. Komm, der aber. Treffer, aber sowas von Flanke. Vorbei. Täuschkörper.
Und voll hinten rein. Ich fliege hier schon übrigens immer sehr selten mit viel Schub, um die Kurven besser fliegen zu können. Na, wo ist er hin? Da, jetzt kommt er, jetzt kommt er und. Boah. Verdammte Rille! Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist sowas von gefährlich. Man darf nicht die Rakete versuchen zu lenken, wenn man nicht eine gewisse Höhe erreicht hat. Checkpoint laden. Weil das tut man mal schnell vergessen. Man dachte, ja, jetzt hat man in Ruhe Zeit, die Rakete ins Ziel zu lenken. Wie man das vielleicht von der Kugel kennt, von Sniper. Ghost Warrior, da hat man auch so eine Bullet Camp, aber das funktioniert ja anders. Du musst das Flugzeug auch unter Kontrolle halten. Aber Gott sei Dank gibt es einen Checkpoint. Der ist ein Treffer, bin ich mir ziemlich sicher. Ziel getroffen, jawohl, so. Es kann auch sein, dass die Kunst ist, das Ziel noch ein bisschen zu verfolgen. Also quasi nachzufliegen, dass die Rakete trifft. Aber so genau weiß ich das nicht. Ah, die Zucker. Und nochmal. Jäger abschießen, aber gerne. Ein Indiz, dass das auch eine Vormission ist, die ich noch vor etwas einiger Zeit gespielt habe, ist, dass ich die Flügelmänner nicht zur Verfügung habe, sondern diesmal stehe ich unter einer anderen Führung und führe meine Männer nicht selber. Meter. Damen, das wird ein Treffer. Da habe ich nur noch einen Täuschkörper, jetzt muss ich aufpassen. Rakete abgefeuert. So langsam ist es richtig geschmeidig. Bandit auf 12 Uhr. Das war der letzte Bandit. Citadel, sind die Ghosts in der Luft? Ghostleader, hier Schwarm Hawks. Wir sind soweit okay. Alles klar, Schwarm Hawks. Danke für die Rettung. Das vergessen wir nicht. Versprochen. Hier ist Citadel. Mein Schirm ist sauber. Black Hawk 5 verlässt. Hey Talon, was machst du, wenn die das Geschwader auflösen? Wechsel. Ich habe darüber nachgedacht, mich auf dem privaten Sektor zu versuchen. Artemis Global Security sucht Leute. Haben mir 100 Riesen als Unterschriftsbonus geboten. Hey Crenshaw. Oh, nicht schlecht. Hat Artemis auch kontaktiert? Wir sollten unser Team verkaufen. Die lassen uns bestimmt gemeinsam fliegen. Hier General Keating. Nochmals danke, dass Sie beide Leute aus dem Feuer geholt haben. Wir schulden Sie etwas. Und im Vertrauen glaube ich, dass die Air Force einen Fehler macht. Wie sich die Welt entwickelt, werden wir euch bald mehr denn je brauchen. Ein bisschen was fürs Ego.
Ja, ich habe natürlich jetzt einen gewissen Rang schon erreicht, dadurch, dass ich schon mal ein paar Missionen gespielt habe. Ich wüsste zu gern, wo da die Levelgrenze ist. Veteranenbombenpilot, haut rein, Grünschnabel, Jägerpilot und Luftkampf, Grünschnabel, JSA. Ich kann durchaus zufrieden sein. 1700 XP plus Luft, 180 XP plus Boden, 140 XP, also die Ziele. Levelaufstieg, neuer Rang erreicht, technischer Sergeant 1, die AF-8B freigeschaltet, kenne ich bis jetzt noch nicht das Flugzeug. Mein Name ist Adrian De Winter. Ich habe Artemis Global Security gegründet, um zum größten privaten Militärfirma der Welt aufzusteigen. Ich habe vernommen, dass ihr Geschwader aufgelöst werden soll. Als Ergebnis werden sie die US Air Force nach einer langen und dekorierten Karriere verlassen. Ich interessiere mich für die Besten und ehrlich gesagt steht ihr Name ganz oben auf meiner Liste. Wenn Sie nach wie vor an einer Karriere als Kampfpilot interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Sicher werden Sie unsere Vergütungs- und Bonuspakete großzügig finden als die des US-Militärs. Mit freundlichen Grüßen, Adrian De Winter, CEO Artemis Global Security. Damit danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt bald wieder in einem neuen Video, wenn es wieder heißt, die Feinde vom Himmel zu schießen und für unser Land zu dienen. Vielen Dank fürs Zusehen.